Also versuchen wir es mal ganz langsam. Wo ist dieses? Na, ich habe so ein bisschen anderes Teil gesehen, was nicht ganz rund aussah. Vielleicht kann man dort irgendwas machen. Das da. Ich bin behindert. So, und was will jetzt? Ich würde jetzt hier böse Bartin offensiver Suche. Ja. Was auch immer. Auf geht's. Machen wir es kurz. Ja. Ich glaube schon extrem leicht. Und easy. So, wer hat noch Bock auf Stress? Ja, hier. Ich weiß nicht, wie gut auf mich. Oh fuck, was da gerade rumgekommen? Eine Meteorkanone. Kommt da mal runtergefallen. Wohl passieren. Okay. Mann, wieso besitze es mich wieder an? Sinnlos. Monado, leider stark, natürlich nicht ready. We're counting on you, Pluton. Timing is everything. Remember that. We did it. This is how we do it. Sinnlos. Double wind. I really like your vibe. Me too, Fiora. Time is time. So, du bist auch noch Stress. You're out of here. This is the last. Oh, noch einer. Wo kommen die? Fallen die einfach runter? Was soll das? Jo, der Spaß hört doch nicht auf, nein. Ja. Na ja, mit denen. Also mal den hier. Und der ist Teamangriff. Übertreiben muss sein. Und natürlich nicht voll. Ja, zu schön. 2900 EP. Stufe 62 für Dunban. Ein ganzer Balken. Sonst noch jemand? Dachte ich mir. So, hier. Das ist der Loot von der. Von dem Monster. Lautendrucker Stille. Und eine alte Platine. Danke. Was hätte ich ohne getan? Oh. Ich kann gleich mal zwischendurch speichern. Nicht, dass irgendwas passiert. Und wir haben es jetzt. Och, da kann ich ja noch locker ein bisschen spielen. Easy. Tuckensdorf. Die nächtlichen Quests halt wieder abgeben. Ah, da kommt sie uns schon entgegen. Sigurd. Die Menschen waren im Ätherauspuff. Wenn ich da wie geplant einfach hineingegangen wäre. Ah, danke, vielen Dank. Ohne euer Eingreifen wäre ich da wohl nicht mehr rausgekommen. Das wäre geschafft, ich bin erleichtert. Super gemacht. Wenn bei jeder Inspektion sowas vorfällt, ich weiß nicht. Ich wünsche, es gäbe nur alle 100 Jahre Inspektionen. Dann hätte ich nur ein paar Mal pro Jahrhundert, nur einmal pro Jahrhundert eine Panikattacke. Puh, einmal pro Jahrhundert nur. Geht denn noch? Ob das Neues dazu? Aha. So, wieder bei den Türen campen. Okay, so viel geht gar nicht. Okay, was so Quest stehen noch so an? Achso, für den Dude das Schwert suchen. Das kriegen wir hin, hoffe ich.
So, Handgelenk, Energieruine. Bucht. Transformatorgebiet. Arterienbezirk. Vielleicht da drin? Aber das ist das Einzige, was mich hier gerade irgendwie an Handgelenk erinnert. Ich kann sagen, wenn ich mal abgehe, finde ich da vielleicht irgendwas. Wie schwer kann es schon versteckt sein? Na eben, sieht echt aus mit Fioras Ausrüstung. Kriege ich mal irgendwas Besseres mit Sockeln oder so? Obwohl dann ihre Ausrüstung war auch, glaube ich, schon. Maximaler Angriff 4, Ether 4, Ether 4! Ja gut, aber sie braucht eigentlich keinen Ether, sie hat kaum Ether-Angriffe. Ich habe komplett nichts anderes bekommen. Ganze Zeit. Ether-Laufwerk. Schön. Meleos Drohnen. Auch nichts Neues. Komplett nichts Neues. Faszinierend. Ja gut, was soll man machen? Was sagen die Skill Trees dazu? Da muss ich nach wie vor ein bisschen aufpassen. Geht. Dauert noch. Meine nächste Questort wurde nach entweder Alkamov oder Kolonie 9. Auch da habe ich noch viel zu tun. Extrem viel zu tun sogar. Aber wird schon. Erstmal hier ein bisschen Sammler-Items aller Herzen. Nach und Kolonie 6 habe ich auch noch vor mir. Pseudo-Gift-Efeu. Na eben, was ist eigentlich mit den Typen, der Mensch werden wollte? Ich hab doch den ganzen Scheiß zusammen. Na egal. Kann ich gleich noch machen. Erstens braucht der Typ sein Schwert wieder. Aber Energieruin. Das fühlt sich nicht wirklich. Das musste sein. Das fühlt sich nicht richtig an, hier zu sein. Auch wenn es das Handgelenk wäre. Na komm, wir gehen einfach mal durch. Schauen, ob es was gibt. Dann wird das schon. Wir können wirklich ein paar Tempo-Juwelen vertragen. Transformatorgebiet. Okay, wir können links hoch, rechts hoch. Sinnlose Zanger gibt es hier. Ich wollte die Leute später noch genug besiegen dürfen. Wir können die 6. Aber für jetzt spare ich mir das mal noch. Okay, so weit so nichts. Nichts. Und wenn er runtergefallen ist, hast du da oben schaffen. Gut. Der Ellenweg. Der ist vielleicht ellenlang, aber mehr auch nicht. Okay, das ist der Malausgang. Da drüben ist doch irgendwas, oder? Als ob das eine Anhöhe wäre. Was ist das hier? Oh. Hallo. Hätte man es mal gleich gesehen. Oh Gott, wie soll ich hochklettern? Ich das schon sehe. Dreck. So, komm, gib Geheimort. Moment. Wo bin ich? Handgelenk. Okay, nein, das scheint richtig zu sein. Okay. Neuer Ort, wuhu. Da könnte ich vielleicht auch irgendwie rüber. So, was genau geht jetzt hier? Ich will nur das Schwert haben, nichts mehr. Okay, jetzt kann ich ja auch wieder runter. Nein!
Energierohrruinen. Also ich war hier schon mal. Das kleine Abteil hier. Ach, ist nicht so wichtig, komm. Wir haben ein Schwert. Schön. Oh, natürlich. Das nehme ich auch noch mit. Wäre dumm, es nicht zu tun. Schön. Das kriegt wieder schön Sterne. Auf. So, dass hier drin noch keine Quest für mich hat, ist natürlich auch leicht verwunderlich. Vielleicht hier oben. Nö. Noch kurz bei den Tag reingucken. Und. Nö. Okay, nehme ich so hin. So, ein neuer Tag beginnt im Dorf der Magnop. So, da ist er, der Typ. Der Einzige, der nicht in irgendein scheiß Haus geht, sondern die ganze Zeit chillt. Ihr habt alle Zutaten, ich kann es kaum glauben. Da werde ich mich daran machen, sie zu vermischen. Jo, viel Spaß damit. Viel Erfolg. Und was denkt ihr? Sehe ich schon wie ein Homs aus? Wie? Kein bisschen, wirklich. Das habe ich nur falsch gemacht. Ich habe doch alles genau so gemacht, wie er es gesagt hat. Moment mal. Irgendwie hat er so komisch gegrinst. Könnte es sein, dass er mich veräppeln wollte? Es sieht so, als hätte mein Freund meinen Streich gespielt. Dabei habt ihr extra für mich diese Zutaten besorgt. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich kann kein Homs werden. Was soll's. Dann muss ich eben so, wie ich bin, weiterarbeiten. Ich habe meinen Chaos Natalia retten können. Danke für eure Unterstützung. Die Menschen hier. Puh, es wäre gestartet. Ich bin erleichtert, natürlich. Ich werde weiterhin das tun, was ich bisher auch getan habe. Ich werde Leute in Not retten. Vielen Dank, dass ihr euch Mühe auf euch genommen habt. Ja, die Zutaten, die wir besorgen sollten, waren ja schon leicht gefährlich. Sollte ein Herz fressen und Giftsachen und. Boah. Ich bin wirklich machtlos in dieser Lage. Sind diese Rettungsersätze alles, wofür zu gebrauchen sind? Hey. Stimmt was nicht. Oh, ihr seid's wieder. Ich hätte etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Wisst ihr, dass in letzter Zeit immer mehr Monster auftauchen? Und das Dorf ist quasi umsingelt von diesen Bestien. Wir spielen sogar die Ponios verrückt. Als hätten wir mit den Mechern nicht schon genug Probleme. Viele Dorfbewohner wurden angegriffen. Wir müssen was tun. Ich arbeite im Rettungsdienst. Kämpfen ist also nicht meine Stärke. Und das bedeutet, dass ich in diesem Fall völlig nutzlos bin. Aber wenn es hier starke Krieger gäbe, die uns helfen würden. Ich soll so Ponys abschlachten. Cool. Sehe ich direkt mal in der Quest nach. Das ist ja ganz geil. Das war wirklich notwendig, oder? Es muss einfach sein, dass es reindrückt. Okay. Okay, dann ist das halt so. Hilft alles nix. So, Carlos, wir haben dein Schwert. Möchtest du es haben? Bitteschön. Carlos, dieses Grinsen hast du etwa. Das Schwert, du hast es. Ist das das Schwert, das du wolltest? Genau, das ist es. Das Schwert, auf das mein Freund und ich einen Eid geleistet haben. Das Eid gilt für das ganze Leben. Wo hast du es denn gefunden? Es lag in den Energierohrruinen. Ist robuster, als es aussieht. Naja, ehrlich gesagt, ist es ja eher ein lausiges Schwert. Dass es beim Aufräumen nicht zerstört wurde, ist unglaublich. Ich hab dir auch gesagt, dass ich es finde. Ich war mir sicher. Ja, hast recht. Wie hätte ich das nur ohne den Tatendrang schaffen sollen? Du bist so trotzig, unverwüstlich wie eh und je. Jetzt kann ich meinen Eid doch noch erfüllen. Und großer Stern. Ich habe geschworen, den Taya zu beschützen, solange ich lebe. Das Schwert scheint dir wirklich sehr wichtig zu sein. Ich bin froh, dass du es wieder hast. Ich möchte gerne meine Dolche vermachen. Sie sind nichts Extravagantes, aber robust und sehr handlich. Ich brauche sie nicht mehr. Ich habe jetzt das Eidschwert. Du hast diese Waffen für deine Hilfe richtig verdient. Vielen Dank. Gern geschehen. Yo. Flink durch und 11.000 EP.
und Trotz freigeschaltet als Charakterzug. Den sich vielleicht mal Trotz. Konterrate, Effektivwert, okay. Vorvision gewahrt, mehr Schaden bei nächster Technik. Aha. Konterangriffe sind immer kritisch. Jo. Erlittener Schaden führt manchmal die Spezialanzeige komplett. Was? 2% aber nur. Das könnten andere auch gut gebrauchen. Doppelangriffe sind immer kritisch. Oh. Energieexplosion. Einsatz von Spezialtechniken erhöht den Mut um eine Stufe. Ja, was soll ich machen? Die Sachen sind echt krass, ne? So, kann die Schurk schon ein bisschen was von ihr harzen? Ach, geil. Noch irgendwas Kades? Was? Der Magna hat ihn seinen Namen genannt, als er gerettet wurde. Zufällig der Rettungstyp. Raxet, genau. Cool. Es geht voran. Natalia, Theo, Kriegsheld. Ja, hier baut sich das doch ganz gut auf, da wir es nicht so viele sind. Verbinden die sich aber doch ganz gut. Nicht schlecht. So, checken wir es weiter aus. Oh Mann. Wird das jemals ein Ende nehmen? Das war nix. Yo, Ponys abschlachten. Welche ehrenwerte Aufgabe. Na gut, auf geht's. Wir hätten es so oder so mal machen müssen. Die vier stampfen auch richtig. Cool. Na gut, auf geht's. Diese armen Ponys. Die haben es eigentlich gar nicht verdient. Aber das fährt ziemlich viel aus, ne? Noch irgendwo Ponyos. Okay, nur vier. Der Schaden ist echt nicht so hoch. Oh. I can see this isn't pushing you at all. Flauschiges Fleisch, was? Ponyo-Rufstempel. Ah, die brauche ich leider ganz bestimmt. Mir gehen die Sachen aus, die ich wegschmeißen kann. Und das nervt mich. Antikes Ersatzhelm mit Sammlerschwert. Sammlerschwert, Sammlerwert. Ja, was auch immer. So. Noch mehr Ponys, die ich platt machen kann. Jo. Ja, es tut mir so leid. Hallo? Yo. Easy. Und tschüss. Nicht mal eine Silberkiste gönnen. Nicht mal das. So, das letzte Ponyo versteckt sich wohl noch. Ah. Dann komm mal her. Jo, ich klär das schon. So, nehme ich die restlichen Ponys auch gleich mit. So. Handgelenksküste. Okay. Gucken wir, was ich mitnehmen kann. Oh, ein hübscher Lachs. Komm, einfach alles angreifen. Kann ich gar nicht. Komm her. Geht doch.
Einfach komplett einmal alles anlocken. There's no end to them. Schulk. Die Aussage hat einen Preis verdient. More enemies. Das ist geil. So, die kommen ja auch schon an den Strand, nur für mich. So. Und ihr dürft per Team noch ausgelöscht werden. Hier kommt der Schaden. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Alter. Was für ein Gemetzel. Komm, normales Item, scheiß drauf. So, sollten das irgendwie mehr Kisten sein? Was waren, glaube ich, nur zwei Ponys, also passt das schon. Sinnlos. Dann muss ich später noch mehr von denen abschlachten. Oh, hübsche Lachse, komm. Die nehme ich auch noch kurz mit. Komm mal her. Und auf geht's. Was Teufel? Should be okay if we fight like this. Nope. Glücksschmetter brauche ich jetzt auch nicht mehr. Oh, noch ein Ponyo, was neu gespawnt ist. Das ist sehr schön. Oh, so ein Rufstempel. Nett. Oh, macht's kurz, Leute. Da bin ich von der Kämpferei die Schnauze voll. Und go. So, bevor ich was anderes mache jetzt, gehe ich meine Kolonie 6. Um mal nachzusehen, was denn da alles mittlerweile upgraded werden kann oder muss. Weil ich habe doch schon ein ganz paar Kämpfe jetzt gemacht. Vielleicht lohnt sich's ja. So, Juju, erzähl mir was. Ponyhofstämme brauche ich 5. Wolfpelze habe ich, war eine Retro-Diode. Ich gehe davon aus, dass ich die Mechonis finde. Aber 5 Ponyhofstempel. Okay, Lachsfisch, den brauche ich auch noch mehr. Zangerfäden auch noch Unmengen. Moosblech, weil ich auch erst wieder Mechonis finden. Raubseidenfaden und Igler Lichtstache. Das könnte ich doch eigentlich finden. Igler Lichtstache. Habe ich Igler irgendwo gesehen? Und Raupen? Ja, pff, was weiß ich. Also ich frag mal. Raubsein findet ihr auf dem Bein des Biones. Das gleiche gilt für Igler Lichtstacheln. Auf dem Bein des Biones. Igler Lichtstacheln. Was auch immer du sagst, Alter. Das war jetzt überraschend. Ich habe mich schon gefragt, hä, da unten? Noch gar nicht gesehen bisher. Das ist nur die Frage. Was für Raubs? Raubs waren, glaube ich, unten in der Windhöhle. Aber Igler? Waren vielleicht auch da? Ich bin lost. Ich sehe mich einfach mal um. Mal schauen, was sich so findet. Ah. Der Sammeltrank kommt schon wieder hervor.
Obwohl, nein, ich glaube, auf diesen Plattformen könnte auch noch was sein. Oh, nur 14 Unterschied. Ist, glaube ich, trotzdem keine gute Idee, gegen die jetzt nur zu kämpfen. Auch wenn ich schon bald mal versuchen könnte. Meine Agilitätswerte müssten noch ein bisschen steigen, dann könnte ich es mal probieren. Gewitterfleder. Königsraub. Warte mal. Nee, wir treffen einfach nicht. Keine Chance. Also wenn die Viecher dieses Level haben, dann brauche ich das gar nicht versuchen. Schade. Enorm schade. Dann kann ich auch genauso gut jetzt wieder auf den gefallenen Arm zurückkehren. So, wir müssen noch mehr Teufels abschlachten, glaube ich, ne? Dann auf geht's. Ah, macht Spaß, so viele Monster nur töten zu müssen. Aber ich bin auch auf 3 Stellen hängen geblieben, so wie es aussieht, oder? Ich habe jetzt kein Achievement gesehen. Doch, schon 4. Okay. Also wenn ich Glück habe, habe ich sogar schon bald die 5 Sterne voll. Das wäre so geil. Also, muss ich mich damit motiviert halten. Aurazanger mussten drauf gehen. Das sind die roten dazu. Ja, sorry, du musst nur sterben. Hab ich mir nicht ausgesucht. Auch hier davon. Dann mal diese traurige Musik dazu, so von übelsten Rock, so. Wir ficken alles weg. Zu sowas. Nee. Boah. Du musst nur sterben. So, dann Ben, auf. Oh, oh, sind getötet. So, Führer bei Stufe 62. Oh boy. Hab ich Bock. So, auch wieder sind das Töten. Ich glaube, lass ihn gleich liegen oder so. Oh, mach das kurz. Der Fähigkeiten-Spam ist da. Oh, oh nein, ich bin Stress. Weicher Knorpel. Weil es bestimmt alle noch brauchen. Ganz sicher. So, und noch müssen wir uns hierher reisen, um die 2 Aurazanger abzuschlachten. Danach hatten wir nur noch eine Sache. Uff. Es geht voran. Es geht langsam, aber es geht. Da, dass ich nur um die 5 Stunden rein investiere, habe ich das Dorf doch ganz gut fertig. Es ist doch schon mal was. Ja, sinnlos hingerichtet. Wirklich machtlos. Nochmal Zangerfäden. Jo, die welche man brauchen.
braves Miss V. RIP. So, was aktualisiert? Dankeschön. So, was fehlt noch? M35 Prototypen. Werde ich nur einen Wurmstrand finden. Ganz sicher. M35. Na, geht doch. Okay, das sind die Fliegerlinge. Wenn es sonst nichts ist. No problem at all. But we mustn't be careless. Genau. So, wir müssen das ganze Sammel-Items hier mitnehmen. Obwohl das Spiel relativ sozial mit seinen Items umgeht, das muss man euch schon mal sagen. So. Nice job. We've definitely gotten stronger. Aber jetzt bin ich